Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier bei Good One. Heute gibt es ein wunderschönes Video, in dem wir beraten müssen, ob dieses Bild, was ihr gleich auch sehen werdet, ein Olympiasportler oder ein Pornodarsteller ist. Es sind also nicht nur Pornodarsteller, es sind schwule Pornodarsteller. Damit bin ich natürlich raus und kann keinen erkennen. Ja, das aber habt ihr auch gut verpackt, ne? Olympiasportler, definitiv. Wenn du so eine Pose als Olympiasportler machst, dann ist das natürlich schon eine Ansage. Sind die Bilder extra bearbeitet worden? Die sind so gefunden im Internet. Die sind so gefunden? Das sieht aus wie Drake. Woher sind die Bilder, wenn es Olympiasportler sind? Von ihrer Freundin oder also für ihre Freundin gemacht worden? Oder? Ein Olympiasportler braucht sowas nicht für seine... Weißt du, was ich meine? Mhm. Nein, das ist ein Pornodarsteller. Ich sag Olympiasportler. Keine Ahnung, wegen dem Sixpack. Ja, voll. Stimmt. Nein, das ist ein Darsteller. Das ist ein Pornodarsteller. Ja, ich sage Pornodarsteller. Ich auch. Aber wir müssen bedenken, es kann auch ein Trick sein. Ein Olympiasportler ist, der halt sehr gut aussieht und, ja, und Shootings macht in, genau, Kartons. Nippel. Alle Olympiasportler haben so welche Nippel. Das ist Basiswissen. Ich sag trotzdem, dass kein normaler Olympiasportler so ein Bild. Ja, ich sag auch Pornodarsteller. Olympiasport. Oh mein Gott. Ja, ey. Ey, was soll das denn? Boah, der ist Drake. Gerettet. Was ist ein Drake? Ja, ich sag jetzt. So. Das ist aber auch echt nicht einfach, ne? Pornodarsteller. Teenie-Porno einfach. Dieser Teil Olympiasportler, dieser Teil Pornodarsteller. Olympia-Pornodarsteller. Hat halt so ein mega Bubi-Gesicht. Das ist doch die perfekte Pornoszene. Er spielt Football und Cheerleader sind am Tanzen. Ich finde das voll schwer bei dem, keine Ahnung. Pornodarsteller, die sind ja gerade gute, die sind ja eigentlich immer in einem relativ professionellen Set. Die hätten das gemerkt. Ach, das sind ja schwulen Pornos, ne? Ich wollte gerade sagen, weil in normalen Pornos sind die Typen immer voll hässlich. Dann gucke ich mir die schwulen Pornos an. Und trotzdem, allgemein kann ja auch ein Olympiasportler sein. Und was soll er treiben für Sport? Football? Also ich glaube, dass der Pornodarsteller wenigstens ist. Ja, aber ich sag jetzt auch Pornodarsteller. Safe! Pornodarsteller. Kommst du weit? Pornodarsteller. Ja, 2-0 für mich, Baby. Ey, was sind das für Bilder, Alter? Ey? Ohne Scheiß. Ach komm schon. Ich meine, das wären die Pornonippel wieder. Nee, das wären die Olympianippel, ne? USA. Team. USA. Ja, kein Olympiasportler wird da halbnacktes Bild. Ich sage, es ist ein Olympiasportler. Olympiasportler. Ja, ich sag Sportler. Der ist Sportler. Deswegen, weil das einfach aussieht, als würde der gerade für irgendein Unterwäsche-Dingens posieren. Aber warum Fußball? Ein Fußballer ist das nicht. Ja, ich sag Porno. Aber ich glaube trotzdem Olympiadarsteller. Ja, der ist Sportler. Pornodarsteller. Pornodarsteller. Fast. Ach komm schon! Ich habe immer eine 50-50-Chance. Also dreimal daneben liegen am Stück ist echt hart. Ja, jetzt. Pornodarsteller. So, der ist jetzt aber Sportler. Der, glaube ich, ist ein Olympiasportler. Aber könnte uns jetzt natürlich auch... Nein, ganz klar Olympiasportler. Ja, ne? Pornodarsteller. Warum? Wegen der Einzieher. Er ist die Nummer 1 bei den Pornos. Dreimal hintereinander Kopf ist auch unwahrscheinlich. Deswegen, der ist jetzt Sportler. Fertig. Ja! Ja. Schwimmer, ja. Olympiasportler. Was? Ryan? Schwimmer. Okay. Ey, die findet ihr direkt scharf, ey, Alter. Der ist auch definitiv Sportler, weil der ist nämlich Ringer. Porno, definitiv. Der hat ein schönes Gesicht. Chill doch mal, Alter. Ey, der sieht aus wie von... Sein Gesicht geschaut, sieht hier bist du behindert? Guck. Nein, bar. Klar. Ich habe auf Gesicht geschaut, hier auf diese Jawline. Nee, guck mal, das ist ein Pornodarsteller. Guck, was er rausguckt. Ein bisschen Schamhaar. Und der moderne Pornodarsteller hat keine Schamhaare. Boah, die ist ja voll verliebt. Ja. Boah, jetzt willst du. Boah, jetzt will ich hoffen, dass er Olympiasportler ist und kein schwuler Pornodarsteller. Mach! Erste Buchstabe. Nein! Ah. Warum? Pornodarsteller. Ja, Pornodarsteller. Pornodarsteller. Warum? Ja, echt, die schönsten Jungs, ey. Oh, alle vier direkt? Das könnten so Iron Mans sein. Müssen wir jetzt jeden Einzelnen hier raten? Das sind nämlich vier. Ja, die sind Olympiasportler. Ja, das wäre jetzt zu einfach, ne? Nee, warte mal. Ich glaube, einer davon bin ich. Ja, warum sollen die jetzt schwul sein? Warum soll das jetzt Pornodarsteller sein? Das ist ganz klar. Nee, ich glaube, das ist ein Schwimmer. Zoomer. Du hast es mit deinem Zoom?
Könnte aber auch so eine Fantasie sein von Schwulen, die sich Pornos angucken. So ein Schwimmerteam. Nee, das sind Sportschwimmer, definitiv. Ja, sag ich ja. Na, Schwimmteam. Okay, mach weiter. Ein Porno. Porno. Definitiv, wegen der Zitrone einfach. Ja, süß. Das ist. Stell dir mal vor, du schreibst so als Mädchen so, send me a pic. Und dann schickst du sowas zurück. Zitrone. Ja, Porno. Da gibt es auch keine längere Diskussion, es ist einfach ein Porno. Ich wüsste nicht, worin der Sportler sein soll, weil der ist zwar definiert, aber ein bisschen schlank. Ja, Porno. Aber obwohl, er sieht schon so ein bisschen, ja. Immer, die sind schwul, die, wie nennt man das? Die dann passiv sind, ne? Ja, die nur bekommen. Nee, ich sag dir als Pornodarsteller. Ja, ich weiß nicht, ich bin gerade zweigeteilt. Ich sage Olympiasportler, aber wisst ihr warum? Damit ich sie gegen sie gewinne. Ja! Tom Daly. Warum machst du denn so ein Bild, Tom Daly? Wir haben uns in Zitronen. Synchronspringen. Oh, da ist er natürlich agil wie eine Katze. Alter, was? Wieso hat er sein Ding in der Hand? Oh mein Gott. Ja, okay, Gott. Der ist Pornodarsteller. Das sieht man doch schon an dem Bild. Okay. Habt ihr keine geileren Bilder? Warum? Also, wenn das ein Sportler sein soll. Der ist so Porno, dass er Porno war, ist. Ich finde das gar nicht cool, war. Okay, das ist ja auch jetzt nur gay, das soll ja keine Frauen verführen, aber das ist schon ein bisschen too much. Ich sag Sportler, Olympiasportler. Und zwar jetzt würde ich gerne wissen, was für einer. Das Bild ist relativ professionell geschossen, sieht zumindest so aus, ist nur in einer miesen Qualität. Porno. Wie der sich da reinpackt in den Schritt. Taekwondo. Okay, und was macht er mit der Hand? Das ist ein Triumph feiern. Ich sag, das ist ein Darsteller. Ansonsten, ganz ehrlich, warum solltest du als Sportler deine Hand in, dein Ding in die Hand nehmen? Ja. War nicht so schwer als bei solchen Bildern. Das kann ja kein Olympiasportler sein. Pornodarsteller. Hab ich's doch gewusst. Wie kommst du auf? Meinst du das ernst? Ja, und ich hatte einen geilen Move. Wenn ich gewinnen sollte, hätte ich mich auf den Tisch gesetzt mit dem Schwanz in der Hand. Ich hoffe, jetzt kommt ein Piep. Ja, wunderbar. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie das bei euch ausgegangen ist. Habt ihr alle gewusst oder bei welchen lagt ihr richtig? Bei welchen habt ihr gedacht, was für ein Vollidiot oder was für Vollidioten? Hier besser gesagt. Ja, und falls ihr auch noch coole Formatideen habt, dann schreibt die unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal auf jeden Fall und dann sehen wir uns im nächsten Video. Have a good one. Wuh! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr andere coole, interessante, lustige, scheiße, nein, gute Videos sehen wollt, dann einmal die Liste hier verfolgen. Essen, trinken, kacken, furzen, alles dabei. Alles, was unsinnig ist. Und abonnieren. Ganz wichtig. Und ich bin jetzt weg.